Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Solpsycho. Ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Finden uns in Phasmophobia und wie jeden Montag befinden wir uns in der wöchentlichen Challenge. In dem Fall leuchtet im Dunkeln. Ein paar Teile der Ausrüstung funktionieren nicht mehr, aber hoffentlich reicht es, um etwas zu sehen. Finde den Kranken Geistertyp heraus in 42 Edgefield Road. Alles in allem hört sich das machbar an. Ich gehe mal davon aus, dass wir drei Beweise bekommen. Leuchtet im Dunkeln, da kann ich mir vorstellen, sowas wie Knicklichter haben wir. Vielleicht nicht unbedingt Taschenlampen, also Kerzen vielleicht auch. Also sprich eher so dieses passive Licht oder eben Feuerlicht und nicht unbedingt elektrisches Licht. Aber alles in allem klingt das machbar. Edgefield Road, ja, ist auch ein schönes Häuschen. Let's go. Ich glaube, so eine Challenge wäre auf jeden Fall richtig asozial in den Farmhäusern oder auch Camp Woodman oder sowas. Sprich, in Maps, die allgemein sehr dunkel sind. Und da haben wir einen Vorteil mit den Häusern. Schauen wir doch mal. Okay. Warum? Okay, alles, was irgendwie leuchten kann, haben wir jetzt hier im Start. Warum wir jetzt keine Videocams haben, weiß ich nicht. Taschenlampen auch nicht, aber okay. Na, alles hier kann in irgendeiner Hinsicht irgendwie leuchten. Wobei, das Buch nicht. Okay, das verwirrt mich, aber wir können die meisten Beweise bekommen, das ist gut. Orb können wir nicht bekommen. Dort müssen wir manuell sehen, also mit bloßem Auge. Der Rest ist machbar. Und ein fehlender Orb ist nicht unbedingt so dramatisch. Sage ich jetzt, beim Jugendlichen Leichtsinn. Edgefield Road, schauen wir mal, sehen wir den Breaker? Nein, es könnte also sein, dass wir vielleicht keinen Breaker haben. Die Uhr ist auf Null, mindestens Profi sind wir unterwegs, die Bildschirme sind an. Also gehe ich davon aus, Sanity Drop ganz normal 200%, wie man es im Profi kennt. Drei Beweise. Hier können wir eben F5 ablesen, das ist auch ganz praktisch. Shelly Sherman. Was mich am meisten stört, ist eigentlich, dass wir hier Stufe 1 Equipment haben und ja, keine Videocam haben, mit der wir das sehen können und keine Taschenlampen, die uns Licht spenden. Deswegen nehme ich die Knicklichter mit. Ist auch nicht so verkehrt, denn oftmals hört man eine Tür zum Beispiel und können wir dann direkt nach Fingy schauen. Abmarsch nach drin, was natürlich kontraproduktiv ist, sobald wir jetzt hier unseren Gegenstand wechseln, na, fehlt das Licht. Ich gehe jetzt erstmal in die Garage, danach in den Keller schauen, ob der Breaker da ist. Aber hier leuchtet mich nichts an. Nö, kein Breaker hier. Abmarsch nach unten. Versteckmöglichkeiten wird es bestimmt geben. Also, wie gesagt, Profi eben nicht allzu schwer. Und ihr hört das Geräusch, oder? Dieses Knacken. Dieses elektrische Knacken. Das bedeutet, der Breaker ist am Arsch. Lange Rede, kurzer Sinn. Es wird auf jeden Fall ein bisschen dunkel heute. Es tut mir sehr leid. Ich finde sowas immer ein bisschen schade für die Aufnahmen, für die Videos. Aber mein Gott, machst du nichts? Jetzt sehen wir halt alles in Lila. Besser als rot zu sehen. So, und für mich heißt jetzt erstmal. Hm? Wo war der Freezing Atem gerade? War der hier im Flur? Thermometer ist unschlüssig, ob es nach oben oder nach unten gehen soll. Ich gehe mal hier rein. Je nachdem, wie natürlich die Temperatur draußen ist, wird es nerviger. Aber es geht nach unten. Könnte sein, dass hier der Geistraum ist. Ja, Freezing Atem ist jetzt auch hier. Hm, dann packe ich die Knicklichter erstmal hier zum Fenster. Für den Fall der Fälle. Und hoffe jetzt einfach mal, dass wir hier irgendwo was bekommen. Abmarsch nach draußen. Nicht zu viel Zeit verschwenden aufgrund der Tatsache, dass wir kein Lichter machen können. Und auch keine Kerzen haben. Na, wir haben nur diese eine Anzeige hier. Wenn die weg ist, wenn die am Arsch ist, haben wir ein Problem. Wir haben zum Glück Räucherstäbchen, Kruzifix und so weiter. Also ganz am Arsch sind wir dann doch nicht. Aber wir müssen ja auch manuell nach dem Dot schauen. Jetzt die Frage, können wir durchs Fenster schauen? Weiß ich tatsächlich nicht. Du wirst hier platziert. Wir schauen mal. Okay. Direkt mit uns geredet und EMF. Dreier. Dreier klingt gut. Ich weiß nicht, ob er jetzt hier schon an die Scheibe geklopft hat oder ob er hier mit dem Lichtschalter gespielt hat. Das werden wir noch herausfinden. Da war ein Gegenstand. Schauen wir mal. Wo war der Gegenstand? Hä? Ich hatte einen Gegenstand gehört. Ja, und ich dachte, der wäre hier hinten. Einer dieser. Aha. Okay, Porzellan, aber auch wieder nur ein Dreier. Was sagt das Thermometer? Geht gut ab, geht nach unten, aber noch nicht Freezing-Bereich, nur Bärchen. Also, Abmarsch nach draußen. Na, wir dürfen nicht vergessen, wir könnten auch noch einen Orb haben. So, erstmal Box eintragen und ist jetzt nicht die schlimmste Ausnahme, muss man sagen. Der Vorteil ist, immer wenn du weniger Gegenstände hier hast, kannst du natürlich dann auch früher sowas wie Salz mit reinbringen. Na, für ein Gespenst, also das ist wiederum dann positiv. So, ich packe jetzt erstmal hier ein Lämpchen hin. Ja, finde ich super. Und das zweite, ja, ich weiß nicht, ob ich es in der Hand halten soll. Jetzt die große Preisfrage. Da wird einem echt irgendwie so ein bisschen mit Schurke, wenn man das hier in dieser Sicht sieht. Alter Faller.
Was sagt das Thermo? Unter 0 Grad, minus 1 Grad, was bedeutet, wir haben Freezing. Und ich bin irgendwie jetzt schon auf nur zwei Beweise eingestellt. Was hätten wir denn mit Onryo? Ja, Onryo fühle ich jetzt nicht unbedingt. So, eines geht hier hin, eines geht hier hin. Was bedeutet, wenn er hier durchläuft? Leider ist er jetzt gerade da hinten. Aber theoretisch würden wir dann irgendwas sehen. Also die Challenge ist machbar und sagen wir mal ganz ehrlich, man hat Angst vor den Wesen und vor den Viechern, die man sehen kann. Die ich jumpscaren. Wenn man nichts sieht, habe ich zum Beispiel weniger Angst. Klar, wenn jetzt so ein nerviges Geräusch käme, dann hätte ich ja. Naja. Reicht nicht aus wie eine Zwillingskurve. Für die Zwillingskurve wäre dieser horizontale Abschnitt hier nicht. Na, da würde es direkt von dieser Erhöhung auf diese Erhöhung gehen. Ohne diesen waagrechten Strich hier. Deswegen können wir jetzt noch nicht sagen, dass wir Zwillinge haben. Welcher Beweis wäre denn raus? Dort wäre raus. Na super, ich habe die so schön platziert. Nervig ist, Orb ist noch mal drin. Vorteil, der Rest ist harmlos. Na, EMF5 können wir zur Not auch hier ablesen. UV müssen wir Glück haben, dass wir da irgendwas bekommen, deswegen Salz mit rein. Und ja, ich weiß, ich kann drei Gegenstände mitnehmen. Ich habe es die ganze Zeit vergessen. Ich nehme meinen Kruzi mit. So, und jetzt wieder ab in die Dunkelheit. Irgendwie voll dramatisch. Hier Häufchen und nochmal hier Häufchen. Und ganz wichtig, ich kann nochmal drücken, dann leuchtet das Kruzifix wieder. Wo ist mein Notizblock hin? Ich hatte doch schon ein Büchlein hier platziert. Wo hat das hingeworfen? Aha. Schau mal. Stift liegt noch. Wunderbärchen. So, für mich heißt es jetzt leider warten. Eigentlich kann ich die Dots ausmachen, aber ja, so haben wir zumindest ein bisschen Licht. So, schau mal. Ups, ich sollte das vielleicht nicht ausmachen. EMF3 nur. Ne, EMF3. Na, denn ihr wisst ja, EMF4 kriegt man nur durch Events. Also kann es nur allerhöchstens EMF3 sein. Und hast du gerade an die Scheibe geklopft? Jawoll! Da haben wir Geisterkulat, wir haben einen Mimic. Na super, ich freue mich. Also wir würden jetzt sogar noch einen Orb bekommen. In dem Fall ist es irrelevant. Dankeschön dafür und Abmarsch. Na, Nebenquest komplett ausklammern. Wir schauen mal, wie viele Sanity wir verbraucht. Geht eigentlich. 25% ist okay. Gerade Mimic muss man aufpassen. Denn er kann natürlich auch einen auf Dämon machen, zum Beispiel. Das wäre kontraproduktiv. Definitiv. So. Aber erste Runde haben wir. Mimic ist eingekreist. Nice one. Also, ihr seht das. Die Challenge wirkt erstmal überfordernd oder schwierig. Es ist tatsächlich leichter als gedacht, ne? Wie gesagt, der fehlende Orb könnte zum Problem werden, gerade wenn man am Strugglen ist, aber da, wenn man vielleicht schon ein bisschen Hintergrundwissen hat, dann kommt man da relativ schnell drauf. So, welche Geister hätten wir denn mit Orb? Okay, wir haben Geschwindigkeitsgeister, was bedeutet jagen lassen, ab ins Versteck, das ist schon mal gut. Wir haben sowas wie ein Onryo, wird ein bisschen nervig. Yokai, Yorei Roam, der Geist wäre hier auf jeden Fall asozial. Maren merkt, wenn der Geist mit dem Licht interagiert, also mit dem Lichtschalter. Wisst ihr, es ist keine Mare mehr. Banshee, Robin-Verhalten, Stalkness-Verhalten. Also es ist machbar. Die Hälfte dieser Geister kann man gut separieren. Also die Hälfte dieser Geister, die einen Orb hätten. Das ist machbar. So, diesmal haben wir Donner Shipman. Okay, und ich würde wieder mit dem gleichen Stuff reingehen. Und ja, ich glaube, das Nervigste ist jetzt die Anfangsphase. Normalerweise kann man die Anfangsphase, bis es temperiert ist und so weiter, bis man irgendwas vom Geist hört, kann man erstmal auf Knochensuche gehen. Oder zum Breaker. Nein, man kann so ein bisschen die Zeit überbrücken, bis sich alles temperiert und so. Und bis der Geist auch irgendwann mal was macht. Das ist hier zum Beispiel gerade ein bisschen nervig. Ja. Aber für mich heißt es jetzt hier trotzdem rumschauen. Vielleicht hat er schon was geworfen. Vielleicht sehen wir irgendwo am Teller, einen Teller am Boden liegen oder eine Tasse. Oder hören allgemein was. Das würde uns natürlich ungemein weiterhelfen. Ich mache alle Türen wieder zu, für den Fall, dass wir hören, dass eine Tür bewegt wird. Denn dann wissen wir direkt, die offene Tür ist unser Geisterraum. Aha, da habe ich was gehört. Große Preisfrage, wo? Okay, okay, hier ist eine Tasse. Okay, er ist aktiv. Na, erste Gedanken erstmal Richtung Poltergeist oder Richtung Tai. Na, hier noch ein Gegenstand. Ich werde jetzt auch gleich rausgehen, denn das sind so viele. Das sind so viele Interaktionen. Kannst du mit dem T1 oder mit dem T2er EMF nicht alle anschauen. Deswegen Abmarsch nach draußen, hier haben wir den großen Bildschirm. Und hier seht ihr 2er, 1er, 2er, 2er, hohe Aktivitätsrate. Wie gesagt, geht Richtung Tai vielleicht. Kann man im Auge behalten. Was bräuchten wir für einen Tai? Warp, wäre nervig, Buch und Dots. Okay, dann gehe ich tatsächlich jetzt erstmal da drauf, denn für den Fall, dass es wirklich einer ist, kann er auch relativ früh jagen. Was bedeutet, ich nutze jetzt mal die Zeit, wenn ich sowieso im Geist rumschimmen muss. Und ja, ich hätte wieder einen Gegenstand mitnehmen können. Ich nutze einfach mal die Zeit. Ey, das ist der Wahnsinn.
Wie kann man nur so durchdrehen? Ups. So. Denn dann, wenn ich hier drin bin, altert er auch. Was auf der einen Seite auch kontraproduktiv sein kann, ne? Du hast die Möglichkeit, entweder eine hohe Geschwindigkeit vom Teil zu nutzen, um ihn gut zu erkennen. Oder dann später die niedrige Geschwindigkeit. Wenn er irgendwo so in der Mitte ist, dann ist man im Struggle. Deswegen warte ich jetzt erstmal. Wir haben das T1er-Buch, da könnte man überlegen, noch ein zweites mitzunehmen. Hier hinten, hier, können wir auch nochmal Dots drauflegen, hier so quer rüber. Was sagt das Thermo? Das war nicht das Thermo. Ja, und hier schreibt er gerade ins Buch und ein Bärchen, Beweis Nummer 1 ist erbracht. Dankeschön. Ich gehe jetzt erstmal raus. Natürlich nicht gegen die Wand laufen, das wäre sehr kontraproduktiv. Ich kann euch auch empfehlen, wenn ihr eben keine Taschenlampe und sowas habt, es ist teilweise schwierig, den Geistraum zu finden. Oder besser gesagt, während der Jagd zum Beispiel alle versteckt zu finden. Nutzt die Knicklichter. Nutzt Gegenstände, die euch Licht spenden, wie eben die Knicklichter, und steckt euch so einen Weg ab. Dann seht ihr direkt, okay, ab zum Knicklicht, dann weiter ab zum nächsten Knicklicht und dann wisst ihr, okay, irgendwo hier in der Nähe ist mein Versteck. Besten Fall dann natürlich merken, wo es ist, und ja, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Kruzifix mit rein, da kann euch nichts überraschen. Abmarsch ins Haus. Und ja, ich habe schon wieder nur zwei Gegenstände dabei. Ich mach's mir aber auch schwieriger. So. Schauen wir mal. Momentan bin ich sehr zuversichtlich bezüglich unserer Theorie mit dem Teil. Wir warten es mal ab. Box haben wir noch nicht. Hier mal wieder aktivieren. Hier sieht man auch schon, ja, schön reingeschrieben. Temperatur ist auf 1 Grad. Bräuchten wir noch Orb, Buch, Dots. Ach ja, Dots. Haha, viel Spaß. Ich bringe die zweiten Dots mit rein. Zweites Buch brauche ich in dem Fall nicht. Ich bringe noch ein zweites Kruz mit rein, einfach damit wir möglichst sicher sind und dann auch wirklich möglichst Zeit haben. Haben wir noch... Gespenst haben wir nicht mehr mit drin, aber wir haben noch nicht nach Fingis geschaut, deswegen nehme ich das auch noch mit. Und diesmal denke ich dran, 3 Gegenstände. Ja, ist doch wunderschön, wenn man sich selber nicht im Weg steht. So, wenn ihr jetzt jagt, habe ich ein Problem. So, bup und bup. Dann die zweiten Dots wollte ich hier hin. Nicht optimal platziert, aber damit kann man arbeiten. So. Thermometer ist jetzt schon auf unter 0 Grad, also doch kein Teil. Was haben wir? Wirkt gerade sehr seltsam. So, schau mal, hast du Fußabdrücke? Nein. Nice one, Fußabdrücke, Chalker-Kauen. Mare ist raus, habe ich nichts dagegen. Na, die könnt ihr auch ein bisschen früher jagen. Momentan bin ich komplett weg vom Dämon, weil er einfach zu spät jagt. Revy. Revy wäre auf jeden Fall sehr einleuchtend. Dots sind raus, super. Wieso mache ich das hier eigentlich? Orb wäre Revy. Können wir gut erkennen. EMF-5 wäre Shade. So, Kollege. Willst du nochmal irgendwas machen oder hast du keinen Bock mehr? Einziger Nachteil am Shade wäre jetzt, es dauert lange, bis er jagt. Da hätte ich keinen Bock drauf. Ich überlege gerade. Wir schauen mal, ob wir ein verfluchtes Objekt haben. Ob wir da überhaupt eins haben. Nein, kein Vija-Brett. By the way, hier drin wäre Vija... Was? Wäre das Widerbrett? Schau mal runter in den Keller, da wäre der Zirkel. Schau mal. Ja, nein, vielleicht. Nein, kein Zirkel. By the way, geht nicht im Stehen, dann ist teilweise schwierig. Geht in der Hocke, dann seht ihr den Boden, das ist leichter zum Orientieren. Und haltet euch an den Wänden. Ne? Dadurch kommt ihr relativ gut durchs Haus. Selbst wenn mal das Knicklicht weg ist, könnt ihr hier immer noch so ein paar Gegenstände sehen. Die euch sagen, wo ihr gerade seid. Wir haben keine Karten. Abmarsch nach oben. Hier rein. Affenpfote auch nicht. Gut, dann haben wir jetzt noch die Möglichkeit auf ein Püppi oder wir haben kein Objekt. Schau mal, wir haben ein Püppi. Wunderbärchen. Und damit spiele ich... Ach ja. Damit spiele ich jetzt, denn dann wissen wir am besten, womit wir es zu tun haben. Warte. Ich spiele hier vorne. Und selbst wenn er dann aufgrund des Objekts weiß, wo ich bin, bin ich noch nicht in meinem Versteck, sprich, ich kann noch überleben. So, es jagt. Und ein Bärchen. Bist du jetzt in den Keller runtergegangen? Nicht dein Ernst. Aber man hört, man hat es ganz am Anfang gehört, es sind langsame Steps, es ist ein Revy. Und, ne? Aufgrund der Tatsache, dass wir mit dem Püppi gespielt haben, sind wir ungefähr auf 100% Sanity.
Ein Büro hätte Hyperspeed. Ein Shade wäre unverändert, normal schnell. Und ein Revy ist in Slow-Mo unterwegs, weil er gerade keine Line of Sight hat. Kommst du gerade hoch? Mehr geht wieder runter in seinen Keller. Noch mal kurz die Zeit hier nutzen. Schauen, ob die Aktion vorbei ist. Jawohl. Nice one. Let's go. Atmerschacht draußen. Wir schauen jetzt extra nochmal auf das Board, wie viel Sanity wir wirklich haben. Aber ihr seht das. Oh, 0% oder fast 0%. Ja, Büro wäre schnell. Revy ausgewählt. Abmarsch. Was jetzt kontraproduktiv ist, wäre sowas wie ein, na, wie ein Mimic. Denn den Ork kannst du nicht sehen, eine Bestätigung zu bekommen. Aber wir haben das Buch. Durch das Buch ist der Mimic zu 100% raus. Abgefahren. Revy eingetragen. Und nice one. 2 von 3. Edge spielt. Let's go. Also seht das. Es ist relativ machbar. Es ist relativ einfach. Und selbst wenn ihr mal am Struggle seid, lasst euch einfach jagen, selbst wenn ihr einfach nur in euer Versteck geht. Na, Versteck, ihr habt nicht wirklich Elektronik. Gut, Elektronik einfach wegschmeißen am besten Fall. Oder eben auf einen anderen Gegenstand wechseln, wie die Knicklichter oder die Streichhölzer. Da die keine Elektronik haben, reagiert der Geist auch während der Jagd nicht darauf. Und dann habt ihr die Möglichkeit, sehr wahrscheinlich die Jagd zu überleben. Und dann wird das Ganze entspannt. So, habt wir schon noch drin. Nächster Run und hoffentlich letzter Run. Selbst wenn es jetzt ein Dämon wäre, ne, wenn wir direkt gejagt würden und tot, hätten wir trotzdem die Challenge geschafft, denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt hier, war hier schon irgendwas? Dass wir jetzt hier einen Mimik haben, der einen Dämon imitiert und dann auch seine Fähigkeit direkt nutzt, wäre sehr gering, würde ich mal sagen. Ich war der Meinung, ich hätte eine Tür gehört. Ich schaue jetzt mal erstmal nach unten und danach schaue ich nach oben. Aber hier ist alles fresh. Thermometer sagt auch nö. Abmarsch nach oben. Dieser nervige Breaker. Zum Glück ist da unten kein Geisterraum. Hoffe ich zumindest. Jetzt heißt es für mich nur hier in die offenen Räume reinschauen. Aber hier ist alles fresh. Hier ist alles super. Schauen wir mal, wie schaut es hier aus? Ja, das hier ist die Oldschool-Taktik. Einfach in jeden Raum reingehen und schauen, wie sich das Thermometer verhält. Da ist auch gerade irgendwie von Vorteil, dass der Breaker nicht an ist. Was bedeutet, alle Räume sind noch gleich temperiert. Ja, bup, bup, bup. Komm einfach mal. Der Geisterraum müsste bereits nach unten gehen. Also man müsste einen Drop merken. Aber es sieht alles noch gut aus. Vielleicht war doch unten eine Tür, die ich zwar gehört habe, aber keine Regung gemerkt habe. Das ist allgemein. Seit dem vorletzten großen Update ist es leider so, dass die Geister auch teilweise die Türen bewegen. Also, ne, man hört den Sound, dass eine Tür bewegt wird, aber sie wird nicht optisch bewegt. Finde ich immer super. Ich habe gerade Angst, dass er doch im Keller ist. Das wäre sehr unschön. Hier ist alles fresh. Schauen wir mal. Schaut's hier aus. Natürlich kein Badezimmergeist. Hier ist auch alles fresh. Würde ich jetzt mal so sagen. Gut, Abmarsch in die Garage und danach runter in den Keller. Ich hoffe, er ist nicht im Keller. Ich habe keine Lust, da drin zu stehen, nach Dots zu schauen. Was bei der Welt jetzt auch schwierig ist, wenn ihr ein Gorio habt. Viel Spaß, dann Dots zu bekommen. Sag mir nicht, du bist jetzt... Bist du gerade nach unten gegangen, Thermometer? Ne, er ist nicht hier. Kollege, mach mal Pieps. Man könnte natürlich jetzt auch eine No-Evidence-Challenge draus machen, ne? Einfach hier reingehen, ab ins Versteck, warten, bis es jagt und gib ihm. Okay. Hier ist alles fresh, hier liegt nichts. Ja, jetzt alles für mich erstmal Geisterraum suchen und hoffentlich möglichst schnell. Wenn die Sanity am Arsch ist, bin ich am Arsch. Okay, ich denke mal, das ist eindeutig. Hier ist ein Waschbecken an. Und hier war ich zwar drin, aber wahrscheinlich ist mir einfach nicht aufgefallen, dass die Temperatur runterging. Wobei ich auch jetzt sagen muss, hier geht nicht wirklich viel runter. Ah, da habe ich eben das T3er-Thermometer ganz gerne. Einfach reingehen, drücken und ihr wisst Bescheid. Okay, wir haben Flurgeist. Na super, ich freue mich, denn hier geht auf jeden Fall die Temperatur nach unten. Schauen wir mal. Du warst es nicht, du warst es. Oder warst du es? Ne, eher die Tür hier. Hier ist alles fresh, hier ist auch alles fresh. Denkt dran, Obake muss keinen Fingerabdruck hinterlassen.
Was bedeutet, ich werde später auf jeden Fall auch nochmal Salz mit reinbringen. Und hoffentlich denke ich jetzt dran, wirklich mal drei Gegenstände mitzunehmen. Das wäre auf jeden Fall viel angenehmer. Hier nicht wirklich ein interessantes EMF, aber zumindest haben wir ein EMF. Ich bringe jetzt schon mal Salz mit rein. Je früher Salz mit drin ist, desto besser. Für mich, und das finde ich crazy. So. Wobei ich jetzt... Es wäre cleverer gewesen, die Dots früher reinzubringen und... Okay, das finde ich geil. Finde ich super. Wir reden mal mit ihm. Vielleicht schaue ich auch nochmal nach dem Thermometer, wie es sich bis jetzt verhält. Ob er immer noch hier ist. Nein, stark roamenden Geist möchte man ungern haben. Und ja, so cool das ist, unvorteilhaft. Ah, ihr seht es, Temperatur geht langsam runter. Wieso? Was war die Tür hier diesmal? Zweier. So, dann schauen wir nochmal. Digga, drücke. Noch und noch. Und hier drin haben wir Freezing Atem. Mhm, weil ich habe zur Zeit vor dem Raum platziert. Ist natürlich super, war clever von mir, aber so war natürlich nur fürs Roaming-Verhalten, ganz klar. Ja, ich habe es verstanden, du kannst Türen bewegen. So. Was zum Henker war das? War das nur ein Gegenstand? Ich muss mal kurz nach draußen. Da bin ich jetzt mal gespannt, ich muss nach draußen. Das klang so, als ob mehrere Gegenstände geflogen wären. Aber... Nee, war nur ein Gegenstand, der halt ein bisschen klobiger war. So, ich bringe jetzt beide Dots mit rein. Jetzt wissen wir, wo der Gastraum ist. Und ihr seht das. Na, ich werde so häufig noch von dem T1-Thermometer verwirrt. Gerade weil du damit auch das Roaming-Verhalten ein bisschen mitbekommen kannst. Na, der Strich geht nach unten und man denkt sich, oder ich denke mir, okay, ja, hier Geisterraum. Ist ungünstig. So, schauen wir mal, kriegen wir die Box. Ich wurde in den Kommentaren gefragt und die Frage fand ich sehr interessant. Danke dafür. Warum oder wie kommt man auf Blue, Yellow und Purple oder Lila und so weiter? Wie kommen diese Namen zustande? Das hängt, ja, kann ich jetzt leider schlecht zeigen, aber hier haben wir zum Beispiel eine blaue Wand. Wenn wir jetzt hier einen Raum weitergehen, ja, die Wand wäre eigentlich grün, ist das ein bisschen schwierig mit dem Schwarzlicht hier, mit dem ultravioletten Licht. Aber ja, daher kommen diese... Was ist das für ein Teppich, der einfach mal die komplette Helligkeit schluckt? Kleine Ratte. Das war minimal leise. Ja, ja. Und mich auch. Natürlich. Normale Geschwindigkeit. Olli? Ja, geh bitte runter in den Keller. Schau nicht in die Garage. Garage ist tabu für dich. So, Jagd ist vorbei. Wunderbärchen. Und das war sehr gemein. Auch, dass er so leise kam. Ich hätte ihn fast nicht gehört, wegen beim Labern. Aber okay, ja. Nicht alle kommen laut. Aha. 50%. Na, da war jemand motiviert. Das könnte sogar noch über 50 sein. Aufgrund der Tatsache, die Jagd hat ja auch ein bisschen gedauert. Hier seht ihr es. Die Jagd hat... Ah, ja. 30... 35 Sekunden gedauert. Sprich, du hast ja währenddessen, da wir im Dunkeln sind, haben wir weiter einen Sanity Drop. Das bedeutet, wir könnten es hier mit einem Geist zu tun haben, der auf über 50 gejagt hat. Wenn man hier auf den Durchschnitt schaut, immer den niedrigsten Wert anschauen. In dem Fall 50%. Na? Also jetzt nicht sagen, hey, wir haben 53% auf jeden Fall, sondern wir haben jetzt 50%. Und natürlich dran denken, während der Jagd droppt man auch noch. Wenn ich jetzt einfach danach gehe, welche Geister wir haben könnten, wäre Moro Diogen raus, trotz der Tatsache, dass wir Box haben. Na, der Moro kann ab 50, Diogen ab 40. Mimic wäre möglich, wenn er irgendeinen Geist imitiert. Mare wäre möglich, kann ab 60 jagen, wenn die Lichter aus sind. Und die sind definitiv aus. Onryo kann auch ab 60. Yokai unter bestimmten Voraussetzungen. Könnte man hier in diese Richtung gehen. Mare, Onryo. Ich nehme jetzt einmal Sanity Pillen, denn ich bin nicht nochmal... Ja, das sind Streichhölzer. Danke dafür. So. Die T1er. Sanity-Pillen brauchen 30 Sekunden, bis sie hochticken. Ganz egal auf welchem Schwierigkeitsgrad. T2er brauchen 20 und T3er brauchen 10 Sekunden. Na, das geht hier langsam nach oben, aber wartet im besten Fall wirklich diese Zeit ab. Nicht, dass ihr zu früh reingeht. Ihr seid noch nicht außerhalb der Hunting-Range getickt. Dann habt ihr ein kleines Problem. John Baker. 25%. Ja, das machen wir nett. Könnten wir machen, könnten wir auch machen. Ja, aber es bringt wenig Cash. So, jetzt bin ich fast hochgetickt. Was bräuchten wir für eine Mare?
Frage, Box oder Buch? Buch ist drin, ich bringe noch ein zweites. Bei meinem Glück wird es wahrscheinlich jetzt schon beschrieben sein. Aber zumindest habe ich es dabei. Würde auch dazu passen, dass wir keine Fingis haben, höchstwahrscheinlich. Ja. Und sie nehme ich mit. Okay. Echt jetzt im Nebenraum? Du bist... Ach, du bist nervig. Weißt du das? Hör doch einfach auf dem Spiel. Mein Gott! Okay, okay. Props gehen raus, das war ein schöner Bait. Alter Vater, mein Herz. Ja, der war schön. Er war asozial, aber schön. Ja, weiß Teppich, ganz ehrlich, hört doch auf hier immer. Das ist doch der Wahnsinn. Was sagt meine Temperatur? Freezing. Onryu. Na, zu niedrig. Mimik, der irgendjemand imitiert, könnte auch sein. Was bringt mir für ein Onryu? Hm. Oh, haha. Ich hasse euch heute alle. Aber hey, die Dodge spare ich mir. Hm, die ich wieder platziert habe. Nice one. So, was sagt mein Buch? Habe ich nicht auch noch ein anderes Buch gehabt? Ein EMF5. Andere Buch liegt hier draußen, ist unbeschrieben. Wenn wir jetzt einfach mal danach... Da wollte jemand Lichter machen. Ja, wollte jemand Lichter machen. Mare wäre jetzt auch raus. Also Ausschlussverfahren. Wir hatten keine Fingis. Ja, und jetzt haben wir auch keine Barke mehr drin, was bedeutet... Tschüss. Buch. Ist noch nicht beschrieben, aber ist auch nur das T1er. Könnten wir überlegen. Also momentan wäre plausibel Orb. Wirklich, denn wir haben noch kein EMF5 gesehen. Die Bücher sind noch unbeschrieben. Ja, das ist der Wahnsinn. Das ist ein Zweier. Warum? Was habe ich getan? Aha, danke. Endlich mal ein bisschen Licht. Sehr lieb von dir. So, Abmarsch nach draußen. Und... Moro passt die Geschwindigkeit nicht. Na, auch zu früh gejagt. Er wäre in Slow-Mo unterwegs gewesen. Wenn Moro wirklich auf genau 50% jagen würde, wäre er langsamer als die normale Geschwindigkeit der Geister. Und das ist eigentlich lustig, denn er ist ja der schnellste Geist. Wenn er auf 0% ist und mit Line of Sight. Was wirklich irgendwie amüsant ist. EMF5 sehen wir nicht. Zwillinge, ja, könnte passen jetzt mit Green. Für Zwillinge bräuchten wir... Warte, Buch ist sowieso raus. Bub. Ach ja, EMF5. Da haben wir hier nichts. Zwillinge würde auch nicht passen, es war eine normale Geschwindigkeit. Das ist ein bisschen seltsam, also Orb und Onryu sehr plausibel. Wir sind bald wieder in Hunting Range. Und können wir uns theoretisch nochmal jagen lassen, diesmal nehme ich vorsichtshalber Räucherstäbchen mit. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mit dem verfluchten Objekt spielen soll, aber wir haben die Karten. Fühle ich nicht. Fühle ich wirklich nicht. So, Kollege, jetzt hätte ich fast die Räucherstäbchen abgefackelt. Du kommst jetzt mal raus, ne? Ich will hier sicher im Schrank sein. Upp. Und ja, ich versuche ihn jetzt mal. Während der Jagd zu räuchern, wollte ich gerade sagen. Will ich ja nicht. Ja. Kleine Ratte. Ich habe nur gesehen, dass er gerade... Diese kleine Ratte. Hört auf die Geschwindigkeit. Ist das der langsame Zwilling? Ich fühl's nicht. Aber er ist wieder motiviert. Und natürlich kommt er wieder hoch. Ey, diese Knicklicht. Ich habe das da eigentlich hingeworfen in der Hoffnung, dass ich dann eine Silhouette sehe, wenn er drüber läuft und ich weiß, wann ich räuchern muss. Und ich habe nur ein kleines Blinken wegbekommen. Ey, aber hier, ihr seht das. Wir sind wieder auf über 50%. Das ist... Das ist kein Zwilling. Zwillinge können ab 50% jagen. Ja gut, jetzt hier 49%. Wenn wir wirklich auf Profi sind, 200% Sanity Drop, also verlieren wir so ungefähr 3% in der Minute. Die Jagd hat eine knappe halbe Minute gedauert, also 1%, 1, 2% vielleicht. Was bedeutet, kann nur noch ein Onryu sein. Aber ihr kennt mich und die Zwillingsgeschwindigkeit, ich bin da immer sehr unschlüssig. Ich gehe nochmal rein, vorsichtshalber. Jagd Nummer 3, diesmal komplett ohne Line of Sight. Das Wasser nervt mich jetzt schon. Könnte man ein Foto machen, man könnte auf eine perfekte Runde hier gehen. Aber wirklich viel Cash holt man da nicht raus. Kruzifix unter mir für den Fall, dass er jagen möchte, während er mir gerade ein Event gegeben hat oder sowas oder gerade meine Richtung roamt. Eine Jagd noch, dann wissen wir Bescheid. Die Jagd beginnt. Na, normale Geschwindigkeit. Nicht wirklich langsamer, nicht wirklich schneller. Beim langsamen Zwilling bin ich immer im Zwiespalt.
Körper, das ist eindeutig. Kann er mal aufhören, hier sein Stuff in meinen Schrank reinzudrücken? Dankeschön. So, Abmarschacht draußen. Onryo eingetragen. Let's go. Das war auf jeden Fall jetzt ein bisschen nerviger. Zwillinge, Onryo. Wenn man da noch nicht so confident ist mit der Geschwindigkeit, und so geht es mir leider wirklich bei der Zwillingsgeschwindigkeit beim langsamen Zwilling, dann ist es auf jeden Fall nervig. Aber wir hatten immer eine gleiche Geschwindigkeit. Mimic wäre zum Beispiel raus. Und das passt eben zur Sanity. Das auf, auch wenn es nur minimal. Aber dass er über 50% gejagt hat. Das kann der Onryo, die Zwillinge nicht. Und richtig eingetragen. Und da sind die 5000 Flocken. Ladies and Gentlemen, ich kann euch nur empfehlen, versucht diese Challenge. Es ist leichter als gedacht. Na, jetzt habt ihr zwei entspannte Runden gesehen. Und eine dritte, in der es ein bisschen tricky war. Aber alles in allem eben machbar. Und ja, ich kann es nur empfehlen. Leicht verdientes Geld, schnell verdient, halbe Stunde. Nice one. Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.